Klimawandel an sich hat es auf der Erde schon immer gegeben, auch schon lange bevor es Menschen gab? Im Rahmen dieses Gastkommentars war die Idee, dass ich versuche, das, woran ich täglich als Wissenschaftler arbeite, in irgendeinen Kontext zu setzen zu den Werken, die hier im Städelmuseum ausgestellt sind. Dieses Bild ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Darstellung der sogenannten kleinen Eiszeit, wo es weltweit so von ungefähr 1500 bis 1800 so etwa ein halbes Grad kälter war, als es das vorher war. Diese Abkühlung, die hing damit zusammen, dass die Sonneneinstrahlung ein bisschen schwächer geworden war und es eine Reihe von starken Vulkanausbrüchen gegeben hat. Und das führt dann halt zu solchen Ereignissen, dass zum Beispiel der holländische Winter zu der Zeit viel, viel kälter war, als er das heute ist. Was man halt auf diesem Bild dann auch sehr, sehr schön einfach grafisch dargestellt dann sieht. Das Klimasystem hat zwei Hauptwärmequellen. Zum einen, wie viel Sonneneinstrahlung kriege ich auf die Erdoberfläche und zum anderen, wie viel Wärmestrahlung kriege ich von der Luft. Dass an diesen Stellschrauben gedreht wird, ist ein völlig natürlicher Vorgang erstmal. Das Problem ist nur, dass wir Menschen jetzt auch noch mit aller Macht an diesen Stellschrauben drehen. In diesem Bild Frankfurter Westhafen hat sich ja diese Darstellung von welche Rolle der Mensch und welche Rolle die Natur und welche Rolle die Technik spielt, komplett gewandelt. Der Fluss ist eigentlich nur noch Transportmittel, um die Schiffe drauf fahren zu lassen. Und die Atmosphäre, kann man interpretieren, ist eigentlich nur noch der Abfallbehälter für den Rauch, den wir freisetzen. Immer wenn wir Kohle, Öl, Gas, Benzin verbrennen, dann wird bei diesem Verbrennen Kohlendioxid freigesetzt. Und dieses Kohlendioxid sammelt sich dann in der Atmosphäre an und führt dann als effektives Treibhausgas dazu, dass mehr Wärmestrahlung von der Luft an die Erdoberfläche abgegeben wird und sich die Erdoberfläche entsprechend erwärmt. Ich mag diese etwas unkonventionellen Konzepte, insbesondere auch, weil sie einfach meine eigene Arbeit auch oder mich zwingen, meine eigene Arbeit zu hinterfragen und in einen neuen Kontext zu setzen. Und ich finde das immer toll, mich so den Horizont einfach dann auch zu erweitern im Rahmen von solchen Formaten.